der Allensbach-Hochschule in Konstanz. Neben mir sitzt heute Herr Professor Dr. Maximilian Werkmüller, der hier den Lehrstuhl für allgemeine BWL, Finance und Family Office innehat. Und genau um das Thema soll es heute nämlich auch gehen, Family Office Management. Aber bevor wir direkt ins Thema einsteigen, noch ein paar Eckdaten zu Herrn Professor Werkmüllers Werdegang. Er hat natürlich auch berufliche Erfahrungen im Bereich Family Office Management gesammelt. Unter anderem hat er eine Multi-Family Office Plattform bei einer internationalen Großbank aufgebaut, danach 4 Jahre lang ein Single Family Office betreut und aktuell ist er Beirat und Consultant für Ultra High Net Worth Familien. Und jetzt steigen wir auch schon direkt ins Thema ein. Herr Werkmüller, Sie haben hier den Lehrstuhl seit 2018 an der Allensbach Hochschule und Sie unterrichten hier private Finanz- und Nachfolgeplanung sowie Family Office Management. Wie wird denn das Thema bisher von den Studierenden angenommen? Also was die private Finanz- und Nachfolgeplanung angeht, das war immer schon ein High Flyer als Bestandteil des Wealth Managements. Das wird traditionell gerne genommen. Das Family Office Management ist noch breiter. Also die private Finanz- und Nachfolgeplanung kann man eigentlich darunter noch einordnen. Und wir hatten in der Tat, als wir angefangen hatten, eine gewisse Zurückhaltung gespürt bei den Studierenden, weil auch der Begriff Family Office Management noch nicht besonders etabliert war. Das hat sich jetzt erfreulicherweise geändert. Wir haben hohen Zuspruch und Klickraten auf dem Modul, weil aber auch in der Praxis immer mehr Family Offices entstanden sind. Man kann sagen, mit dem Niedergang der Banken hat es angefangen, dass immer mehr vermögende Familien ihre Vermögensangelegenheiten durch eigene Leute bearbeitet haben wollen. Und das ist sozusagen dann die Geburtsstunde des Family Officers. Ist das Thema Family Office Management ein Unikat, das in der Lehre nur von der Allensbach Hochschule angeboten wird oder könnte ich das theoretisch auch woanders studieren? Also in der Form wie bei uns kann man es wahrscheinlich nicht woanders studieren, weil wir es in einer sehr kompakten Form anbieten, auch sehr umfassend. Andere Hochschulen oder Universitäten haben unter dem Begriff Family Business Entrepreneurship durchaus Bestandteile unseres Ansatzes, aber es ist eben, da fehlt die Ganzheitlichkeit. Deswegen würde ich schon sagen, da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Stichwort Alleinstellungsmerkmal. Das Thema Family Office Management, wie Sie beschrieben haben, lebt ja auch sehr stark vom Bezug zur Praxis, oder? Habe ich denn dann auch die Möglichkeit, als Studentin bei Ihnen ein Praktikum zu machen, das Sie mir vermitteln könnten? Sie haben vollkommen recht, Frau Mühlebach. Family Office Management, wie auch andere Studiengänge, leben sehr stark durch die Interaktion mit der Praxis. Und da, wo das möglich ist oder es sich anbietet oder auch der Studierende es nachfragt, bemühen wir uns in der Tat, Praktikumsplätze möglich zu machen. Es gibt nichts Besseres, als hier erste Erfahrungen zu sammeln und möglicherweise dann schon für sich selbst herauszufinden, welches Thema im Family Office Management einen besonders interessiert. Welche Berufsaussichten habe ich denn danach? Angenommen, ich studiere bei Ihnen die Module, schließe die alle erfolgreich ab, mache dann noch ein Praktikum. Was kann ich dann werden mit meiner Spezialisierung im Bereich Family Office Management? Auch hier ist der Scope immer größer geworden über die vergangenen Jahre. Also der oberste Level, der C-Level, den wird man nicht besetzen, wenn man frisch aus der Ausbildung kommt, sondern da ist sicherlich erforderlich, dass man ein paar Jahre in einem Family Office gearbeitet hat. Aber die Berufsaussichten sind immer besser geworden, kann man sagen. Und es gibt inzwischen Personalagenturen, die ganz gezielt bestimmte Funktionsträger in Family Offices suchen. Das klingt sehr spannend. Habe ich denn dann noch zusätzliche Möglichkeiten, den Stoff zu vertiefen, wenn mich das Thema besonders interessiert? Ja, also wenn Sie besonderes Interesse verspüren an einzelnen Segmenten des Family Office Management, dann kann man da eine Seminararbeit drauf schreiben. Man kann aber auch die Masterarbeit zum Themenkanon des Family Office Management allokieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich individuell zu vertiefen, bis hin zu Webinaren, die wir anbieten mit echten Family Officern, sage ich mal, die ihr Wissen sozusagen dann hier an die Studierenden vermitteln. Jetzt würde mich persönlich noch interessieren. Das Thema klingt sehr spannend. Sie bieten viele Möglichkeiten an, Family Office Management zu vertiefen. Was würden Sie denn aus Ihrer persönlichen Erfahrung raus sagen? Was sind die Top 3 Eigenschaften eines Family Officers? Das ist eine sehr schöne Frage. Da muss man mal in sich hineinhorchen, die eigene DNA prüfen. Also beim Family Office Management geht es um den Trusted Advisor, den vertrauensvollen Ratgeber. Insofern würde ich sagen, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und eine gesunde Portion Fleiß sind gute Startvoraussetzungen, um in einem Family Office zu arbeiten. Danach kann nichts mehr kommen. Dem interessierten Zuhörer bzw. Zuschauer,
Dem sei noch sehr ein Blick und Besuch auf der Webseite des YouTube-Channels von Herrn Professor Werkmüller empfohlen. Da gibt er regelmäßig Einblicke und auch einen Blick hinter die Kulissen, was das Thema Family Office Management angeht. Und den einen oder anderen Insider, den erfahrt ihr da auch. Und ansonsten bei weiteren Fragen einfach mal an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse schreiben. Herr Werkmüller beantwortet gern alles Weitere rund um das Thema Family Office Management. In diesem Sinn, herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke, Herr Werkmüller. Vielen Dank, Frau Müller.